Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK Sprechstunde. Das Thema heute ist Diabetes, also die Zuckerkrankheit. Und als Experten und Gast haben wir Herrn Professor Dr. Erhard Siegel. Professor Siegel ist Gastroenterologe, Internist, Diabetologe und Direktor und Chefarzt am St. Josephs Hospital in Heidelberg. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herr Professor Siegel, was sind denn die Ursachen vom Diabetes? Ja, das ist eine komplexe Frage. Also wir haben ja im Prinzip eigentlich einen Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes. Dann gibt es noch viele andere Diabetestypen, die wir und einen Gestationsdiabetes. Ich glaube, wir sollten vielleicht primär über den Typ-1 und Typ-2-Diabetes reden, denn das sind ja die häufigsten. Ja. Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Also das Immunsystem geht gegen die insulinproduzierende Beta-Zelle. Der Bauchspeicheldrüse, die wird zerstört und ich habe kein Insulin mehr. Das heißt, Therapie ist, ich brauche mein Leben lang Insulin. Und dann haben wir den Typ-2-Diabetes. Typ-2-Diabetes, sehr, sehr komplexe Erkrankung. Da haben wir zum einen die nicht beeinflussbaren Faktoren und zum anderen haben wir beeinflussbare Faktoren, die zum Diabetes führen. Die nicht beeinflussbaren Faktoren ist Genetik. Gegen Genetik, die habe ich oder ich habe sie nicht. Das Alter ist ein nicht beeinflussbarer Faktor. Das sind so die beiden wichtigsten Dinge und Umweltfaktoren, die dazukommen. Und was sind die beeinflussbaren Faktoren? Die beeinflussbaren Faktoren sind vor allem unsere Umwelt. Und das heißt Ernährung, Bewegung, die Verhältnisse, die wir haben. Und wenn jetzt sich die Umwelt in den letzten 70 Jahren komplett verändert hat, wir bewegen uns nicht mehr und wir kriegen an jeder Ecke alles garantiert und immer zu viel zu essen. Und ich habe die Genetik, dann entwickle ich einen Typ-2-Diabetes. Das heißt also, wenn man eine genetische Belastung hat, dann sollte man sich auch dementsprechend untersuchen lassen, ob so etwas aufgetreten ist. Ganz genau. Wie weist man dann Diabetes nach? Diabetes ist klar definiert. Es gibt einen Blutzucker, der muss eine gewisse Grenze haben. Wenn die überschritten ist, habe ich einen Diabetes und ich kann einen zweiten Wert bestimmen. Das ist der HbA1c, das ist der Langzeitwert, also der durchschnittliche Blutzuckerwert in den letzten 3 Monaten. Was gibt es denn Neues an Therapiemöglichkeiten? Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren unglaublich verändert. Also wir haben auf der einen Seite haben wir eine Veränderung therapeutisch jetzt, wenn wir über Medikamente sprechen. Wir haben viele neue Insuline. Typ-1-Diabetiker profitieren da enorm davon. Und wir haben auf der anderen Seite viele neue Medikamente, die letztendlich zum Teil als Tabletten eingenommen werden können oder eben auch als einmal die Woche gespritzt werden, die dafür sorgen, dass ich beispielsweise Gewicht abnehmen kann. Ist Insulin, das ist ja die Hauptsubstanz, die gespritzt wird, immer noch so Mittel der ersten Wahl bei Typ 1 und Typ 2? Also bei Typ 1 Diabetes gibt es nichts anderes als Insulin. Ja. Beim Typ 2 Diabetes haben wir sicherlich einen Paradigmenwechsel. Früher sehr viel Insulin. Deutschland ist nach wie vor Europameister im Insulinverordnen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir viel zu viel Insulin geben. Das heißt, eigentlich muss beim Typ-2-Diabetes-Patienten immer die Frage gestellt werden, brauche ich wirklich Insulin? Und wir haben viele gute Medikamente, die dann anstelle von Insulin eingesetzt werden können. Denn Insulin, das muss ich ganz ehrlich sagen, wir Kardiologen lieben es ja nicht so sehr, weil es atherogen ist, also die Arteriosklerose fördert. Ja. Deshalb eher nicht, nur dann, wenn es notwendig ist. Ja, ganz genau. Gut. Was gibt es denn an neuen Medikamenten, die interessant sind, so in letzter Zeit? Also wir haben, wenn wir 2 große Gruppen jetzt vielleicht nehmen, das sind einmal diese Medikamente, die sogenannten SGLT2-Hämmer. Ja, das sind Medikamente, die sorgen dafür, dass der Zucker, den ich im Blut habe, der zu hoch ist, über die Nieren ausgeschieden wird. Tolle Medikamente, haben ganz viele andere Effekte, positive Effekte. Als Kardiologe wissen Sie, das ist das Medikament derzeit, was unter anderem auch das Herz schützt. Es schützt aber auch die Nieren. Also das ist ein Medikament und führt letztendlich zu einer Blutzuckersenkung. Das heißt, wir haben viele, viele positive Effekte. Und die zweite Gruppe, die wir derzeit haben, das sind die sogenannten GLP-1-Analoga. Das sind Medikamente, die spritzt man sich in der Regel einmal pro Woche. Und die führen dazu, dass auf der einen Seite das Gewicht reduziert wird. Es führt dazu, dass ich weniger Appetit habe. Ich habe Vorteile auch am Herzen. Ich habe Vorteile an den Nieren. Also es ist auch ein sehr, sehr breites Medikament,
was eben auch zu einer deutlich verbesserten Stoffwechseleinstellung insgesamt führt. Also ganz kurz noch, es gibt ja viele Patienten, die kontrollieren ihren Zucker selbst, ihren Blutzucker. Was ist davon zu halten? Also das ist natürlich, kommt darauf an, was für einen Typ Diabetes ich habe. Also Blutzuckerkontrollen sind beim Typ 1 Diabetes immer notwendig, geht gar nicht anders. Beim Typ 2 Diabetes, je nachdem, was für Medikamente ich nehme. Wenn ich Insulin spritze, muss ich meinen Zucker kontrollieren. Wenn ich an den Unterzucker komme und ich habe zu hohen Zucker, dann ist es notwendig. Also Selbstkontrolle, neue Medikamente, Lebensstiländerung beim Typ 2 Diabetes. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben.